Bis jetzt haben wir uns ja sehr ausführlich mit SQL, mit Datenbanken allgemein beschäftigt. Und die Frage ist, wozu brauchen wir das überhaupt? Ist ja letztendlich einem Nutzer nicht unbedingt zuzumuten, dass er wirklich SQL-Befehle schreibt und sich mit der Datenbank unterhält, sondern eigentlich geht es eher darum, Programme zu schreiben, die mit der Datenbank kommunizieren. Und so wie wir das hier auf der folgenden Seite sehen, wollen wir eigentlich eine Webseite haben mit ein paar netten Formularen und wir wollen mit einem Webserver kommunizieren, auf dem läuft von mir aus Java. Da kann auch sowas wie PHP laufen und so weiter. Also gibt es beliebige Möglichkeiten. Und dieses in Java oder PHP oder C geschriebene Programm übernimmt dann die Kommunikation mit der Datenbank. Und die Frage ist ja, wie kommen die beiden hier ins Geschäft? Nämlich unsere Anwendungsprogramme geschrieben in Java, in PHP, in C, in was auch immer. Und hier ist natürlich ganz klar SQL. Für diese Schnittstelle hier zwischen den Programmiersprachen auf der einen und SQL auf der anderen Seite gibt es verschiedene Ansätze. Eines ist das sogenannte Call-Level-Interface. Und dieses Call-Level-Interface ist von der ISO standardisiert. Und letztendlich gibt es eigentlich nur an, wie Programme, nämlich diese in C, Java, PHP geschriebenen Programme, ihre Anfragen, ihre SQL-Fragen, ihre SQL-Kommandos an das Datenbankmanagementsystem schicken und wie entsprechende Ergebnismengen bzw. Datensätze dann wieder zurückgeliefert werden. Ursprünglich war dieses Call-Level-Interface eigentlich nur für C und COBOL, glaube ich, programmiert. Mittlerweile gibt es verschiedene Formen. Hier zum Beispiel ODBC steht für Open Database Connectivity von Microsoft Standard oder JDBC, Java Database Connectivity. Und auch viele andere Programme funktionieren nach diesem Prinzip. Zum Beispiel PHP unterstützt auch ein solches Call-Level-Interface. Und der Einfachheit halber schauen wir uns das nachher mal mit PHP an. Hier ist es so, bei diesem Call-Level-Interface, dass wir dort verschiedene Funktionen haben und in diese Funktionen sind halt in der Sprache C, was weiß ich, auch immer geschrieben, je nachdem, welche Sprache ich mein Programm schreibe. Und dort habe ich Funktionsaufrufe oder Methodenaufrufe und übergebe denen in irgendeiner Art und Weise meine SQL-Strings. Ein anderer Ansatz ist dieses Embedded SQL. Bei Embedded SQL habe ich einerseits meine, sage ich mal, meine Wirtssprache, in der die Anwendung geschrieben ist. Und in dieser Wirtssprache beginnen auf einmal Codesegmente, die in einer anderen Sprache geschrieben sind. Und das ist nämlich dieses Embedded SQL oder ESQL. Und dann schreibe ich an der Stelle eben genau meine Datenbankabfragen mit diesem ESQL. Und dann habe ich am Ende ein Programm, was gemischt ist, was einerseits meine Wirtssprache hat, also die Sprache, in der das eigentliche Programm geschrieben ist, gemischt mit diesem ESQL. Und am Ende muss ich das dann durch den Compiler jagen. Und dieser Compiler, der übersetzt dieses eingebettete SQL beispielsweise in C-Code. Und danach läuft das Ganze. Aus meiner Sicht sind diese Call-Level-Interfaces deutlich weiter verbreitet gegenüber dem Embedded SQL. Allerdings zeichnet sich auch da ein Trend ab, dass man eigentlich auch nicht mehr dieses reine Call-Level-Interface verwendet, sondern man verwendet heutzutage sogenannte objektrelationale Abbilder oder Object Relational Mapper, die also abbilden von den Anwendungsprogrammen, die dann meist objektorientiert sind, wie zum Beispiel Java und dann eben auf die relationalen Datenbanken abbilden. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel Hibernate. Ursprünglich für Java entwickelt, mittlerweile auch für andere Programmiersprachen. Aber auch jeder Web-Framework hat heute seinen eigenen OR-Mapper, wie beispielsweise bei Django hat einen eigenen OR-Mapper. Oder ein anderer OR-Mapper für Python wäre beispielsweise SQL Alchemy. Und da gibt es diverse andere OR-Mapper. Wir werden uns aber im Folgenden beschäftigen mit dem Call-Level-Interface und werden uns mal anschauen, wie ein solches Call-Level-Interface mit PHP aussieht. Da kommen wir nämlich ganz schnell zu Porto und haben ganz schnell ein funktionierendes Beispiel.